translationale Biodiversitätsgenomikzentrum, ist eigentlich genetische, genomische Ressourcen aus einer ganzen Bandbreite von Organismen besser zu verstehen und für eine anwendungsorientierte Forschung erstmal kenntlich zu machen, aber auch nutzbar zu machen. Und wir haben in dem Bereich auch schon erste Erfolge zu verzeichnen. Wir verstehen zum Beispiel über Arbeitsgruppen, die sich mit Naturstoffproduktion beschäftigen, viel, viel besser, wie einzelne Naturstoffe zusammengebaut werden. Und da ist ein Kollege dran, zum Beispiel jetzt neue, in der Natur nicht bekannte Naturstoffe zu produzieren, indem er verschiedene Genbereiche unterschiedlich zusammensetzt. Andere Erfolge sind aber auch da, dass wir über das Verständnis von genetischer Vielfalt innerhalb eines Organismus oder einer Population oder einer Art zum Beispiel auch das Monitoring, wie es dieser Art geht im Laufe der Zeit, viel, viel besser verstehen können. Und da sind zum Beispiel, wo wir tatsächlich so in die Anwendung gehen, wie steht es zum Beispiel um die Vernetzung bei der Wildkatze? Welche genetische Varianten, welche genomischen Varianten existieren in welchen Populationen, also in welchen Waldbereichen sind die miteinander vernetzt, werden die ausgetauscht? Und diese Informationen, die kriegt man eben aus den Genomen und aus den genetischen Informationen raus. Und das ist solche Anwendungsprodukte, die wir eigentlich mit TBG entwickeln wollen. Also in diesem Fall ein Monitoring-Ansatz für Wildkatzen und in dem anderen Fall konkrete Naturstoffe, die möglicherweise biologische Aktivität haben und möglicherweise für die Medizin oder Pharmazie interessant sein können.